R-E-W-I-N-S-I-D-E. Es geht los. Willkommen zu diesem schönen Video. Schön ist es, oder? Ja, so schön ist es nicht. Schöne Zeit, oder? Müssen wir das machen? Ja, eigentlich schon, weil, Felix, wir haben schon lange nichts mehr zusammen auf meinem Kanal gebracht. Abgesehen von irgendwelchen rumgeschrienen PUBG-Runden, wo du auf jeden Fall deutlich... Und Craft Attack. Wo du auf jeden Fall deutlich... Wo du immer gestorben bist. Wo du auf jeden Fall deutlich schlechter gewesen bist als ich. Ganz und gestorben bist. Wo du auf jeden Fall immer deutlich schlechter gewesen bist als du ich. Du bist ganz definitiv immer durch mich gestorben. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, wie ich erkläre, ganz was wir heute spielen. Und zwar spielen wir heute ein kleines Kinderspiel. Dena hat sich nämlich eben bei mir ins Zimmer gewagt und hat gefragt, hey Revi, hast du nicht Lust, mit mir was aufzunehmen? Nein, habe ich nicht gesagt. Hey, genau so ist es passiert. Hey, es ist genau so passiert. Warte, kurz zurückblende. Ja, wenn es keinen Clip gab, dann haben wir das zufälligerweise ja. Nicht auf... Egal, Leute, wir spielen heute gemeinsam Wer bin ich? Und ihr kennt das Spiel vielleicht, man kriegt einen Zettel auf den Kopf und muss erraten, wer der andere ist. Ist super unangenehm jetzt, ne? Was ist unangenehm? Mit mir aufzunehmen, generell ja. Zu sitzen. Okay, für mich richtig unwohl gerade hier. Leute, ich flipp mal ganz kurz hier die Kamera einmal hin und her so, damit wo seid ihr hin? Jetzt können wir nicht mehr... Felix, die sind noch da, die Leute. Alles gut. Felix, pass auf. Beginn du ruhig zuerst, schreib deinen Namen drauf, hier ein Stück Klebeband. Ich darf es nicht sehen, du musst es mir... ausdenken. Ja, so schwer ist das nicht, Alter. Ich habe 4 Zettel vorbereitet, damit wir 2 Runden spielen können, damit wir mindestens bei 11 Minuten Rohschnitt landen. Und dann quasi bei 10 Minuten 5 ungefähr mit Outro und lange Prä-Intro quasi Cut machen, weißt du? Ganz wichtig. Hast du schon was, Felix? Mhm. Die Haare? Nein, nicht... Ach, Junge, okay, alles klar. Gut. Okay, bei mir wird es schwer, Felix. Ja. Ich habe einen Charakter gewählt, der auf jeden Fall deinem ziemlich nahe steht. Oh. So, warte. Jetzt bin ich gespannt, was du als nah einschätzt. Willst du mir auch etwa in die Haare kleben? Hab ich. You done know. Big Shack. Okay. Danke auch. Super, okay, Felix. Ja. Du kennst das Prinzip, du musst Fragen stellen. Ja, ja. Ja und nein. Ich hab schon beim Kindergarten gespielt. Ja? Ja? Ja gut, jetzt sind wir 24, du bist 23, ne? Und ja. Trotzdem... Mann Gott. Gut, fang einfach an, Felix. Stell die erste Frage. Ja, bin ich männlich? Ja. Schon mal nah dran. Ja, schon mal ganz gut eigentlich. Schon mal den Personenkreis eingegrenzt. Bin ich älter als ich? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Ja, bist du sicher oder nicht? Ja, bin ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht die komplette Historie dieses Charakters okay, studiert. Okay, das ist ein Ja. Ja, sagen wir ja. Habe ich mit dieser Person schon mal Videos gemacht? Nein, auf keinen Fall. Da wärst du ein Gott. Boom, boom. Das Problem ist halt, du kennst den Namen nicht, aber du weißt, was diese Person geleistet hat. Bin ich ein Mensch? Ja, man wird schon sagen, ja. Ja? Bin ich männlich? Ja. Bin ich tot? Nee. Bin ich noch im Leben? Du darfst ihn nochmal fragen. Ja, wäre dann der Umkehrschluss gewesen. Also du bist wieder dran. Bin ich deutsch? Nee, gar nicht, Alter. Gar nicht deutsch. Okay. Aber ich bin nicht Patrick. Bist du auch nicht, nein. Bin ich älter als 18? Ja. Bin ich im Internet anzutreffen? Ja. Bin ich eine Internetbekanntheit? Ja. Achso, wir machen nicht nur YouTuber. Ich dachte nur YouTuber. Nee. Also, stand ja nirgendwo, ne? Gut. Ja, okay. Dann wird's ja noch schwerer für dich, ne? Bin ich ein YouTuber? Ja. Alter, heftig, Mann. Okay. Ich bin männlich, ich bin ein YouTuber. Mhm, okay. Bin ich Deutscher? Ja. Mhm. Bin ich Gaming-YouTuber? Ja. Mhm. Bin ich hübsch? Das ist Ansichtssache, kann man nicht beantworten. Ja, findest du die Person hübsch? Definitiv hübsch. Definitiv hübsch, alles klar. Spiele ich Minecraft? Ja, auch. Aha. Wohne ich in Köln? Nein. Ah, damn. Okay, du bist dran? Boah, Alter, du bist voll nah dran. Das war viel zu leicht von dir, ey. Ich glaube, da weiß ich jetzt schon, wer es ist. Okay, bin ich im Internet bekannt? Ja. Bin ich auf YouTube bekannt? Ja. Bin ich ein YouTuber? Nein. You don't know. Also ja, es gibt ja Leute, die sind auf YouTube bekannt, aber keine YouTuber. Ja, ich verstehe schon. Ja, mach du mal. Bin ich Teil einer Gaming Gang? Hä, was ist eine Gaming Gang? Ja, sowas wie Pizmeet, so. Nein. Nein? Fuck. Okay. Shit. Ich dachte, ich wäre Peter, Alter. Bin ich ein Musiker? Ja. Mache ich Musik, die im weitesten den Hip-Hop-Genre zuzuordnen ja. ist? Ja. Dass du diesen Zettel auf dem Kopf hast, das passt einfach gar nicht. Das ist so witzig, Mann. Habe ich farbige Haut? Ja. Du versuchst gerade schon, ob es irgendwo spiegelt, ne? Habe ich gerade schon gesehen. Bin ja auch älter als ich, ne? Das ja. Aber nicht viel älter. Nicht viel älter? Nee, nicht viel älter. Nee. Ja. Könnte man sagen, ich bin oldschool? Weißt du, so oldschool-Art ist eher so noch neu. Nee, weißt kann du? Man nicht sagen. Leider. Nicht oldschool. Nee. Okay. Ich wohne nicht in Köln. Ich bin kein Teil einer Gang. Ich hätte ja mal Teil einer Gang gewesen sein können, dann wäre ich Hardy. Aber nein, das frage ich nicht. Warte, komme ich aus NRW? Ob du aus NRW kommst? Ja, also ob ich da wohne. Wohnst? Ja. Nein. Hä?
Welcher Gamer kommt denn nicht aus NRW? Wie sieht's aus? Bin ich dieser Person mal begegnet? Nein, aber wenn, dann wäre ich echt neidisch. Okay. Mhm. Komme ich aus Berlin? Nein. Dann weiß ich, wer ich bin. Nee, warte. Nee, kein Sinn. Spielt ja kein Minecraft. Du bist dran. Okay, bin ich. Ich weiß aber auch nicht. Das ist ja irgend so ein random Hip-Hop-Artist ausgewählt. Nein, so. Ich gebe dir einen Hinweis. Ja? Bumm. 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 Bin ich Amerikaner? Du sprichst die englische Sprache, aber bist kein Amerikaner. Aber lebe ich in Amerika? Ja, ja. Schon? Ja, also eigentlich nicht, aber du bist gerade viel da. Okay, pass auf. Bin ich Simon Unge? Ja. Hey! Mann, zu leicht. Easy! Nice, okay, pass auf, Digga. Ich gebe dir noch einen Hinweis. Ja. Pritt! Bumm! Ei, Asni! Ich hab keine Ahnung. Take off your jacket. Kenn ich auch nicht. A cement's not hot. Ich kenn es nicht. Du kennst es nicht? Nein, ich kenn es nicht. Hä, hey, du kennst nicht Big Shuck? Nein, kenn ich nicht. Otay Asni. Junge, wieso packst du mir den Zettel raus? Jemand, nämlich. Du kennst. Hä, hey, warst du die letzten Monate im Internet? Ja, aber nicht bei Big Shuck oder Shaq? Big Shuck. You know. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. This thing goes grrrr. Hans Entertainment. Papa, papa, papa. Skippy, kick, papa. Kennst du das nicht? Nö. Was? Felix. Aber der macht Musik. Ja, und was für auch welche? Gut. Nee. Aber ich dachte, das ist so ein Charakter, an dem man nicht vorbeikommt im Internet, weißt du? Ich bin tatsächlich anscheinend vorbeigefahren. Du bist komplett vorbei, die Auswahl verpasst, ne? Auswahl habe ich verpasst bei Big Chuck. Okay, pass auf, wir grenzen es jetzt nochmal ein, weil es jetzt schon sehr schwer für uns beide war. Ja. Eigentlich ja nicht. Diesmal, dann machen wir eine schnelle Runde, weil wir sind ja schon bei 11 Minuten, da müssen wir nicht mehr lange strecken, du kennst das, ne? Wenig Aufwand, viel Ertrag. Schreib ruhig den nächsten Artist auf, der dir einfällt. Allerdings würde ich es diesmal wahrscheinlich wirklich auf YouTuber mit dem weiblichen Körper auslegen. Wieso? Es ist viel einfacher. Ich muss jetzt auch irgendeinen schweren raussuchen. Ja, dann mach halt einen schweren und ich mach einen leicht. Komm, Alter. Junge. Okay, gut. Okay. Now it's your turn. Weggucken. Du hast jemanden gefunden. Mhm. Und du denkst, es wird schwer für mich? Ach, nee, das wird nicht schwer. So, alles klar. Sind wir bereit, oder? Ich kann auf meine Nase schielen. Ja, so ist viel besser für mich. Okay, da du eben angefangen hast, würde ich sagen, fängst du einfach mal an. Oh Gott. Okay, bin ich weiblich? Ja. Bin ich im Internet bekannt? Ja, ja. Bin ich auf YouTube bekannt? Ja. Bin ich YouTuber? Ja. Bin ich deutsch? Ja. Kommst du wieder ins Bild rein oder willst du komplett rausfahren? Weil ich keinen Bock in dem Video zu sein. Mache ich Videos, die im Entferntesten dem Beauty-Bereich zuzuordnen sind? Absolut keine Ahnung, ich würde sagen nein. Du hast keine Ahnung? Ja, das kann man nicht, glaube ich, einordnen. Ich würde sagen nein. Bin ich männlich? Ja. Bin ich berühmt? Yes, natürlich. Bin ich im Internet auch sehr berühmt? Oh Gott, ja. Bin ich ein Entertainer? Also manche, der eine so oder andere, aber ich würde sagen, im weitesten Sinne bist du definitiv ein Entertainer, auf jeden Fall. Mhm. Bin ich deutschsprachig? Ja, schon. Bin ich unter 30? Also, nicht jeder veröffentlicht sein Alter. Ja. Dementsprechend muss ich jetzt raten, aber ich würde sagen, es ist über 30. Über 30? Ja. Okay, du bist wieder dran. Mach Homeboy. Ja. Mache ich Videos, die im Entferntesten lustig sind? Würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die lachen darüber. Ich würde sagen, nein. Du würdest sagen, nein. Nein, alles klar. Aber da kann ja nicht jetzt. Wir müssen dann weiterfragen dürfen. Ja, aber was ist denn lustig für eine Definition? Im Entferntesten lustig. Ja, ist das Beauty oder ist es lustig? Soll es lustig sein? Ja, so. Moment, was heißt das? Was ist das denn jetzt hier? Gibt es nur Beauty und lustig bei Frauen? Felix, also das kann ich jetzt ja so nicht unterstützen. Nein, das sind zwei große Bereiche. ich würde eher sagen lustig dann. Eher lustig, ja, alles klar, dankeschön. Bin ich älter als ich? Nee. Nein, jünger. Nee. Aha. Ich jünger, alles klar. Okay, bin ich auch im Fernsehen bekannt? Ja. Okay. Habe ich einen eigenen YouTube-Kanal? Ich glaube nicht. Sag nicht, ich bin Mario Barth oder so ein Scheiß, Alter. Junge. Okay, du bist dran. Mache ich auch Vlogs? Ja. Bin ich Mrs. Vlog? Nee. Oh. Nur weil ich Mrs. Vlog heißt, oder was? Gottes Willen, diese Pauschalisierung hier. Ich kann sie nicht mehr hören. Bin ich ein Comedian? Also ich meine, wenn jemand YouTube-Videos macht, ist er auf jeden Fall auch Entertainer oder so. Also ja. Bei Comedian ist jetzt schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, das kann man auch so sehen, vielleicht, aber eigentlich jetzt nicht als Hauptsache. Okay. Bin ich auch Musiker? Auf jeden Fall auch sehr musikalisch. Ja, ja, ja. Aber auch nicht als Hauptprofessor. Also bin ich nicht Mr. Trashpack. Habe ich denn generell Social Media, so Facebook, Twitter, ja, und sowas wahrscheinlich, natürlich. Ne? Und da habe ich auch viele Likes, ne? Überall Likes, ja. Wie viele so? Habe ich zum Beispiel, wenn du jetzt schätzen würdest. Ja. Schätzt du, ich habe auf Facebook über 1 Million? Schwer zu sagen. Kann sein, muss nicht sein. Ich weiß es nicht. Sollen wir kurz nachgucken? Soll ich das nachgucken? Nee, soll ich kurz nachgucken? Nein, dann muss ich nachgucken. Ja, dann lassen wir das. Komm, dann skippen wir die Frage einfach. Nachgucken. Kann sein, sagt er. Ja, nee, das reicht mir nicht.
Es reicht mir nicht! Boah. Ich kann nachgucken. Soll ich nachgucken? Nee. Ja, guck kurz nach. Augen zu. Ja, natürlich. Junge, was machst du da gerade, wenn du auf meinem Facebook irgendeine Kacke schreibst, Alter? Naja, also, scheint nicht so beliebt zu sein. Soll ich dir sagen, wie viele Likes? Wie viele? Ja. 797. Was? Wer ist das denn, Alter? Doch, du kennst ihn locker. Ich kenn diese Person. Ja, komm, du bist dran. Was zum Teufel? Bin ich Melina? Nee. Und diese Person ist eine echte Person, die gibt es. Die gibt's wirklich, ja. Und diese Person spielt eine Rolle? Das kann man jetzt nie so gut sagen. Ich meine, spielst du eine Rolle? Ja, ich bin einfach so, wie ich bin. Richtig. Wasch geht. boah, Mann, ich weiß es nicht, Alter. Ich bin über 30 und habe 700 Likes. Was bin ich für ein Loser? Mein im Internet. Oliver Pocher hat mehr als 700 Likes. Das wäre traurig für ihn, Alter. Ey, ich habe absolut keine Ahnung, wer ich sein soll. Bin ich groß, von der Statur her? Größer als du auf jeden Fall. Ja, das ist ja schon relativ groß. Ja, aber so groß bist du jetzt auch nicht. Ja, ich bin 1,84 bin ich, Alter. Das ist nicht so groß. Ja, es ist aber größer als der Durchschnitt in Deutschland. Aber deutlich kleiner als ich. Ja, gut, das ist aber auch schwer, größer zu sein als du. Dann bin ich auch nicht Bernhard Hoeker. Was? Ich habe die ganze Zeit irgendwelche seltsamen Comedians in meinem Kopf, die ich aus meiner Kindheit kenne, die mir so Flashback geben, Junge. Bin ich irgendwann mal in persönlichen Kontakt mit dieser Person gewesen? Ja. Was? Hä? Bitte? Mann, wir sind schon mal 20 Minuten, wir müssen aufhören. Ja. Wie sollen wir das alles schneiden auf 10 Minuten? Wir können nicht einfach die Hälfte wegschneiden, Leute. Das geht nicht. Wen gibst du denn noch in Deutschland als weibliche YouTuberin? Kelly, das war's. Ja, aber wer jünger ist als ich? Frag doch mal nach Größe oder sowas zum Beispiel. Habe ich über 500.000 Abonnenten. Nee. Nein. Aber du kennst sie trotzdem. Hättest du nach Körpergröße gefragt, Alter. Bin ich Jody? Nein. Bin ich Philipp Dorset? Nein! Hä, hey, weiß ich nicht, vielleicht hat er 700 Likes auf Facebook, weiß ich ja nicht. Oh Mann, okay, frag weiter. Bin ich? Du eres muy pequeño. Ja, bin ich ziemlich klein. Sí. Bin ich Lena Vanille? Ja. Lena. Richtig. Da. Ja, bin ich? Okay. Ich frage jetzt noch eine Frage. Ich hab gewonnen, wie krass ist das denn? Bin ich der böse dritte Zwilling von den Lochis? Nein, bist du nicht! Wer bin ich denn? Ich bin Thomas Gottschalk? Der hat auf Facebook nur 700 Likes? Ja! Nein, das ist doch nicht deine echte Page, oder? Ich wusste, dass ich gewonnen habe, als ich das vorgelesen habe. Hä? Das ist deine Page! Nein, warte! Nach! Thomas, Alter! Ey, meld dich, Digga, meld dich, Alter! Wenn du Support brauchst, du weißt, wir kennen uns, ich bin immer für dich da. Ja, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video mit dem Herrn Dena TV. Schaut auf seinem Kanal vorbei. Spaß gemacht, hier zu da sein. Gibt's auf jeden Fall noch eine Menge tolle Videos mit mir zu sehen, oder? Perfekt, Leute, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!